Herr Günther, so wie ich Sie vor allem in der zweiten Halbzeit am Spielfeldrand gesehen habe, waren Sie schon vor allem mit der zweiten Halbzeit sehr unzufrieden. Ja, das haben Sie richtig gesehen. Weil wir natürlich uns bestimmte Sachen vorgenommen haben. Das sind jetzt Internas, die brauchen wir hier nicht sagen. Aber je mehr dann davon eigentlich nicht umgesetzt wird oder anders umgesetzt wird, als ich mir das eigentlich vorstelle, desto mehr bin ich natürlich auch verärgert. Also obwohl ich jetzt nicht sagen will, das ist ein Weltuntergang, eine Niederlage beim Tabellenführer. Aber das sind Kleinigkeiten, wo man Gegentore verhindern kann, wo man durch einfache Dinge Sachen in die oder die Richtung drehen kann. Und heute haben wir da vieles falsch gemacht. Also das war speziell in der zweiten Halbzeit natürlich der Fall. Aber in der ersten Halbzeit fand ich, sind wir eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen, haben da unsere Möglichkeiten gehabt. Aber dann musst du natürlich hier, wenn du auswärts beim Tabellenführer spielst, auch machen. Und Ersingen hat eigentlich bis zum 1-0 mit der ersten Gelegenheit überhaupt im Spiel eigentlich gar nicht ins Spiel gefunden. Und dann nagt es auch in der zweiten Halbzeit noch an einem, wenn man sieht, was hätte sein können vielleicht und man dann verdienterweise im Endeffekt leer ausgeht. Ja, wir haben heute definitiv Lehrgeld bezahlt und unterm Strich müssen wir da einfach draus lernen. Und es kommen natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen Gegner. Da ist es noch viel wichtiger, irgendwo zu punkten, weil das direkte Konkurrenten sind im Kampf gegen den Abstieg. Und deshalb sage ich mal, hätte man heute gern was mitgenommen, aber unterm Strich ist natürlich für uns kommen die Gegner, die noch wichtiger sind als jetzt heute beim Tabellenführer, ganz klar. Gegen Tabellenführer kann man mal so aussehen. Warum sind die nächsten Gegner, die da kommen, wichtiger? Was haben Sie sich vorgenommen? Ja, wichtiger, wie gesagt, weil die direkte Gegner sind, wenn es um den Klassenerhalt geht. Weil man auch einfach schlicht und ergreifend sieht, dass in der Kreisliga dieses Jahr die Leistungsdichte sehr, sehr eng beieinander ist, also die ist sehr hoch. Ich finde, also es ist nicht, dass ich sage, das ist eine überragende Kreisliga, aber die Mannschaften sind alle, gibt es kaum Ausnahmen. Da ist natürlich die Top-Mannschaften, die sind die paar Prozentpunkte besser und deshalb stehen sie auch zu Recht da oben jetzt und wahrscheinlich auch am Ende. Aber ab Platz 5, 6 bis fast ganz hinten kann eigentlich an guten Tag jeder jeden schlagen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir da jedes Mal wieder mit der richtigen Einstellung, dass wir auch jetzt sofort wieder den Kopf freikriegen und im nächsten Heimspiel gegen GU Türkischer SV haben wir auch noch was gut zu machen von der Vorrunde, weil es da eigentlich auch eine Packung gab. Und von daher gilt es da dann anzusetzen und die Punkte zu holen, dass wir frühzeitig den Klassenerhalt auch in trockene Tücher bringen können. Denn wenn man davon ausgeht, dass auch dieses Jahr wieder vier Mannschaften absteigen können aus der Kreisliga, dann braucht man nur auf die Tabelle zu schauen und dann weiß man, dass man selbst nach so einer Serie, die heute beendet wurde, leider immer noch nichts gewonnen hat. Ihr nächster Gegner bei einem Heimspiel ist dann der GU Türkischer SV. Sie haben es schon angesprochen. Wie können Sie uns auf diese Begegnung einstimmen? Ja, gut, da spielen wir wieder zu Hause in Düren. Da sind die Platzverhältnisse wieder ein bisschen schlechter. Und dann, ja, dann wird es im Endeffekt wieder ein Kampfspiel geben, wie es eigentlich jetzt die fast alle Heimspiele war, weil es einfach der Platz auch gar kein groß anderes Spiel zulässt. Und da gilt es, hellwach zu sein und über den Kampf und über den Einsatz wiederzukommen. Und dann wird sich das andere auch ergeben. Aber ohne das wird es nicht gehen. Und schon gar nicht gegen so eine Mannschaft, die auch eine Qualität hat. Definitiv als Aufsteiger eine gute Runde bisher spielt. Klar, da wird das Ding mit Sicherheit über den Kampf in die oder die Richtung entschieden.